Karl Jansen, wir sind hier auf der A40, was keiner ja so richtig glauben kann. Hunderttausende von Menschen sind hier unterwegs. Wir sind hier zwischenzeitlich beim Stand des Stadtsportbundes angekommen, nachdem wir ja die Autobahnstrecke vom Marientor bis hierhin gelaufen sind. Jetzt haben wir neben uns hier auch den Franz Hering vom Stadtsportbund. Und ich würde sagen, fangen Sie einfach mal an, so eine kurze Bewertung dazu abzugeben, was hier passiert. Also eigentlich ist der ganze Tag schon Sport. Wir haben heute Morgen ja mit der neuen Ministerpräsidentin das Band durchgeschnitten. Und dann habe ich gedacht, anschließend läufst du mal locker die 6 Kilometer bis zum Kaiserberg. An der Haniel-Tribüne habe ich dann wirklich aufgegeben. Und dann haben wir schon eine halbe Stunde noch klettern müssen, bis wir wieder unten waren von der Autobahn. Ja, da standen ungefähr noch 300 Meter Schlange, die wieder rauf wollten. Ja, mindestens 300 Meter Schlange, die noch drauf wollten. Und dann quer durch die Stadt. Die Stadt ist ebenso voll mit Menschen. An allen Auffahrten stehen Menschen, weil alle auf die Autobahn wollen. Und das ist doch toll. Gucken Sie mal hier links und rechts, das ist wunderbar. Das ist Kultur und Sport, ne? Heute mit der Sporttribüne jetzt hier am Kaiserberg. So, das ist jetzt genau mein Stichwort, weil die Aktion Sport trifft Kultur, Kultur trifft Sport, bekommt ja immer mehr Leben. Und ich meine, dieses Leben wird ja jetzt hier erfüllt bei dieser Bewegungsstrecke des Stadtsportbundes, auch mitten auf der A40. Wie läuft das hier so? Wie ist so Ihre Einschätzung, Herr Hering? Also ich kann nur eins sagen, wir als einer der größten Organisationen in unserer Stadt, für uns war es also erstmal selbstverständlich zu sagen, wenn Sport und Kultur hier auf der A40 im Bereich Stillleben 2010 oder 2010, so sagt man ja, ist, dann gehören wir als Stadtsportmannsorganisation dabei. Wir sind seit heute Morgen um 6:30 hier mit vielen, vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern und haben also versucht, dieses so herzukriegen, wie uns das jetzt überwältigt hat. Das darf ich an dieser Stelle sagen. Ja, also überwältigt ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also ich meine, man hat mit vielen Menschen gerechnet, aber nicht mit so vielen. Nein. Wir haben mittlerweile so einen starken Andrang auf diese A40, dass wir unsere Gruppen, die wir ordnungsgemäß eingeladen haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Darbietung auf der Bühne zu präsentieren, überhaupt nicht durchkamen. Der MSV zum Beispiel ist über 3-4 Stunden später gekommen, weil sie überhaupt nicht von Maidrich bis hierhin kommen konnten. Wir haben jetzt gerade eine Spielerin des FCR unterwegs getroffen, die versucht jetzt schon seit über einer Stunde von dieser Autobahn wieder zurückzukommen. Aber ich meine, Stau ist ja eigentlich ein Thema, auf das man, Herr Jansen, auf der A40 normalerweise spricht, das ist man gewöhnt, aber ein Fußgängerstau bzw. ein Fahrradstau auf der A40, sollten wir das jetzt öfter machen? Ja, ich finde das ganz gut. Also ich war ja überrascht, dass der neue Verkehrsminister heute Morgen, Herr Vogelsberger, gesagt hat, kann man so mal sehen, am ersten Tag meines Dienstes ist schon die Autobahn frei. Und nachher hat er gesagt, das wiederholen wir bestimmt. Ich finde das erstmal eine gute Ankündigung. Ich glaube, das ist ein Ort der Begegnung. Und diese Begegnung ist auch Sache der Kulturhauptstadt. Und die scheint zu funktionieren mit einer Autobahn. Hätte ich auch nie gedacht. Wunderbar. Jetzt ist ja, um nochmal zu Ihnen zurückzukommen, Herr Hering, Sport und Kultur eigentlich ein Thema, das sowieso nicht so weit voneinander weg ist, wie das oft scheint. Und ich meine, wenn man heute beispielsweise auch an Ihrer Bühne sieht, da wird musiziert, da wird nicht nur Sport getrieben, da kommen natürlich auch Spieler des MSV, um Autogramme zu geben, da kommen Spielerinnen des FCR, um Autogramme zu geben, aber die Menschen begegnen sich doch hier tatsächlich in Kulturreinform. Ja, wir haben also Musik, Tanz, was ja eigentlich der Kultur zuzuordnen, auch im Sport zu Hause. Wir haben also heute Morgen schon kleine Tanzgruppen gehabt von 7 Jahre alte Mädels, die hier getanzt haben. Und ich denke eigentlich, dass Sport und Kultur sehr, sehr intensiv zusammengehört. Und ich denke gerade, unsere Landesregierung hat es ja vorgemacht, dass also bei Kultur auch Sport angesiedelt ist, bei der Frau Schäfer. Und ich denke eigentlich, ich habe da nichts gegen. Gerade Karl Jansen und ich, wir haben ein relativ gutes Verhältnis. Wir arbeiten sehr intensiv im offenen Ganztag zusammen. Das heißt also, Schule und Sport gehört auch zusammen. Und ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Im Gegenteil, ich bin sogar hocherfreut, wenn wir mit unserem Dezernenten für Kultur zusammentreffen. Ja, vor allen Dingen, jetzt kommt noch was anderes dazu. Und zwar kann man sagen, dieses Projekt Sport und Kultur ist ja in Duisburg mittlerweile auch mit viel Leben gefüllt, was wir vor einigen Wochen ins Leben gerufen haben. Das ist richtig. Es wächst immer mehr ich würde sagen, beide Seiten profitieren davon. Beide Seiten profitieren, insbesondere wenn man Kultur auch als Breitenkultur versteht. Es geht nicht nur um die Hochkultur, sondern es geht darum, dass man gerade die unterschiedlichen Gruppen zusammenbringt, gemeinsam Veranstaltungen macht und voneinander gewinnt. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg jetzt mit dem FCA. Haben wir
haben wir das begonnen. Ich hoffe, das geht noch etwas mehr in die Breite. Also ein Dezernat ist natürlich schwierig, ne? Also ich denke mal, Kultur- und Sportdezernent, dann braucht man dann ein Auto mit Anhänger, weil man sich zwischendurch immer umziehen muss, vom Trainingsanzug in den Smoking und so. Aber okay, jetzt abschließende Frage zum Thema Ruhr 2010. Also ich sag mal, wenn weltweit bis heute jemand noch nichts von der Ruhr 2010 gehört hat, dann denke ich, durch diese Aktion wird es spätestens jetzt der Fall sein. Ja, dann ist er selber schuld. Ich denke, wir haben gezeigt, mittlerweile der Welt gezeigt, dass dieses Ruhrgebiet eine Strahlkraft hat, eine Kulturkraft hat und auch eine Kraft von starken Orten hat. Und niemand hätte gedacht, dass man das mit einer Autobahn tun kann oder mit einer Mercator-Insel in Duisburg. Und wir werden ja noch andere Orte berühren. Und nächste Woche kommt die Love-Parade. Das ist wahrscheinlich nur der Vortest, was die Menschen angeht. Also ich bin schon sehr beeindruckt, mit welcher Begeisterung die Bevölkerung dabei ist. Und das ist der eigentliche Punkt der Ruhr 2010. Nicht, dass wir neue Kulturfeuerwerke abbrennen, sondern dass wir die Menschen zusammenbringen, die Grenzen überwinden, die Kirche immer etwas kleiner machen. Und ich glaube, das klappt sehr gut. Herr Hering, sehen Sie das ähnlich? Ja, ich sehe zum Beispiel auch zur Hochkultur. Da darf ich vielleicht eigentlich noch einen Beitrag zu leisten. Kultur trifft Sport. Eine Veranstaltung in der Mercatorhalle im Oktober, wo der Lions Club Renania der Initiator war, zu sagen, Kultur trifft Sport, und dort feiern wir gemeinsam mit den Philharmonikern zum Beispiel einen hervorragenden Abend, und ich denke, da zeigt sich wieder, wie nah wir beieinander sind. Ja, vor allen Dingen dieses Stichwort Philharmoniker ist insofern auch gut. Ich kann jetzt schon mal verraten, dass der Intendant der Philharmoniker beispielsweise beabsichtigt, die gesamte Frauenfußballmannschaft des FCR während eines philharmonischen Konzerts auf die Bühne zu bitten. Ja, ich kann das verstehen. Wir selber haben mittlerweile einen Kontakt zum Intendanten unserer Stadt, wo wir den Sport in die Theater bringen wollen, wo wir kooperativ gewisse Dinge anschieben wollen, um die Vernetzung noch stärker zu präsentieren. Okay, dann würde ich sagen, wünsche ich uns allen jetzt einen weiterhin schönen Tag hier auf der Autobahn. Danke.